Moin. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute ist ein sehr denkwürdiger Tag, denn heute geht's auf meine erste CrossFit Competition. Die mache ich nicht individuell, sondern mit dir, wunderschönen Geschöpf. Geil. Ich weiß auch noch nicht so ganz warum, aber wir machen's mal. Mach jetzt, Alter, schickes Shirt. Moin. Ey, Maddi, kannst du mir erklären, was ich hier auf meinen wohlverdienten Samstag mache? Ja, geil, Spaß haben, würde ich sagen. Oh Mann, ey. Ja, du wirst Spaß haben, ich werde leiden, ey. Und du denkst, du kommst als allerletzter. Digga, du bist voll Gegner, komm ja nicht so. Du bist, also absolut, ich komm, euch an. Komm, absolut. Ich hab Bock auf einen geilen Tag und ich hoffe, ihr habt Spaß bei den Workouts. So, der Briefing ist durch. Jetzt wurde bei der Fische, das ist hier eine interne Box-Competition zwischen Flensburg oder mit Flensburg und Wish. Das sind ja beides die Boxen quasi von Yoshi. Und aus mir noch nicht so ganz erklärlichen Gründen sind wir jetzt hier auch am Start. Aber ich glaube, das wird ganz witzig. Wir werden hier ein bisschen ballern. Und dann, ja, dann geht das schon, ne? Du hast noch schnell mal ein bisschen hier von deinem Partner, dem Wattstore. Ui, gab es da noch ein schönes Paket? Ja. Was haben wir uns denn da Schönes bestellt im Wattstore? Ich durfte keine... Und Müslis. Und eine Leggings. Leggings. Letzte Worte, es geht jetzt los. Wir haben uns gerade mal geübt. Zum Glück habe ich das nicht gefilmt. Credits gehen übrigens raus. Nee, Props gehen raus an Alex von den Hipstern. Der filmt das gleich ein bisschen. Wir sind jetzt dran. Auf der 7. Das Workout blende ich euch gleich noch ein. Achso, wir sind sogar in der letzten Lane, das ist ja cool. Aber wir werden ja nicht die letzten sein. Wir werden das Feld wir werden das auf dermaßen rasieren, ey. Komm. Hast du keine Sweatband oder was? Doch, soll ich welche? Nein, das war ein Spaß. Nehmen wir uns einfach die Dinger da hinten weg, oder was? Ja, dann schnapp die einfach von den anderen weg. Okay, darf ich mal? Ich bin YouTuber. Das ist ein Drecksport. Gerade fühlt es sich an, als würde meine Lunge voller Blut sein. Also ich kann wirklich nur sagen, CrossFit ist echt ein richtig geiler Sport und ich verstehe nicht, wieso ich viel lieber pumpen gehe, wo meine Lunge sich nicht anfühlt, als wenn ich gleich Blut kotze und wo wenigstens Bankdrücken drin vorkommt. War gut. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja. Das ist der eine Wettkampf, mit dem ich mir mein Lift Heavy Sponsoring dann auch verdient habe. Ich finde auch. Hoffentlich liften wir heute noch heavy. Was macht man jetzt als Sportler? So beim Wettkampf? Bewegen, essen, trinken. Essen und trinken kann ich gut. Das machen wir. Weiß tatsächlich gar nicht, ob das da eine trockene Stelle ist oder eine nasse. Aber was ich weiß, ist, dass das nächste Workout gerade announced wurde. Drag Race. Ganz viel Schrott. Zum Glück viel Kram, den ich nicht kann. Rope Climbs, die muss Sarah alleine machen. Ein paar Single-Under mit so einem selbstgebastelten Seil. Und das Schlimmste hier, Burpees. Ey, Yoshi, kannst du mir erklären, was die Scheiße eigentlich soll? Da habe ich einen Samstag im Jahr frei. Und dann lädst du mich hier noch zu so einem Scheiß ein. Das ist halt zusammen sein wie Freundin. Ja, ah, das hast du jetzt schön gesagt, ey. Ja, geile Community habt ihr, ey. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass du da bist. Also ich bin auch sehr, sehr positiv überrascht. Das läuft alles reibungslos. Viele Schweiß und Tränen sind schon geflossen. Und oh, ja. Jetzt ist das zweite Workout. Ja, bin mal gespannt, ey. Ah, Deadlifts sind gut, ey. Das kann ich. Ja, da kann ja Sarah dann die... Also, nee, also muss... Sarah macht die Männerseite, oder wie war das? Was hast du gerade gesagt? Deadlifts, das machen wir zusammen. Burpees gehen wir auch zusammen durch. Das ist ja in so einer Ehe so, ne? Aber die Rope Climbs lasse ich dich leider alleine machen, ey. Ich mach alles für dich. Oh. Gudi. Ich tue alles für dich. Oh. Den Mittelfinger. Komm, wir wärmen uns auf, Sarah. Das ist hier kein Spaß. Ich muss tatsächlich sagen, jetzt so nach dem zweiten Workout, das hat sogar Spaß gemacht. Ich musste natürlich auch wenig Rope Climbs machen, beziehungsweise eigentlich keine. Hab mich aber am Ende dann doch nochmal aufgerafft und hab mal einen versucht. Und der war sogar leckless. Ja. Hat sogar, also muss ich, ich mache keine halben Sachen. Jetzt Pietschke, Grüße gehen raus an Felix. Felix Nutrition.
gibt's jetzt. Dann gibt's das Briefing fürs nächste Workout und dann geht's weiter. Letzte Workout jetzt, ja? Briefing nochmal. Wissen noch nicht so ganz genau, was es wird. Yoshi hat sich da schon wieder die wildeste Scheiße einfallen lassen. Was ganz Spezielles ausgedacht. Irgendwie. Speziell. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich planken darf. Also wisst ihr Leute, wenn ich verstehen würde, was hier draufsteht, dann könnt ihr euch erklären, was das Workout ist. Das ist immer A und B, irgendwie eine Minute 30 arbeiten. Ihr versteht das sicherlich eh besser als ich. Ich weiß nur, ich muss Toastrings machen, ich muss Chest-to-Bar machen. Und hier darfst du dann wieder ein bisschen alleine ran. Außer du zeigst auch noch ganz schnell, wie man Ring-Muscle-Up macht, aber das glaube ich heute nicht. Die Versager wollen wir nicht zeigen. Platz 6, Platz 6, ey. Ich bin einfach nur müde. Ich verstehe das gar nicht. Oh. Das Athletendasein ist echt anstrengend. Ich glaube, ich lasse das nach diesem Wettkampf wieder sein. Was ich aber sagen kann, unsere Sweatbands sind tatsächlich sehr praktisch. Wenn ich mir von meinem eigenen Athleten den Gürtel zocken muss, ey. Jetzt bereue ich, dass ich ihm den in Pink geschickt habe. Oh. Hier die 60 Kilo antesten, Alter. Ich habe in meinem Leben noch nie 60 Kilo gecleant. Wenn sie cleant, das wusste ich nämlich gar nicht, muss ich Handstand Hold machen. Nee, wenn ich an den Ringen bin. Wenn sie an den Ringen ist, oh Gottes Willen. Das andere ist eng, ganz kurz. Oh Mann. Das kurz einmal. Ach, sind wir dran? Nicht einmal geübt. Oh Mann. Ja. Ja, sorry, ich sage, ey. Ich muss auch mal ein bisschen im Fokus bleiben. Wollen wir einfach? Ja. Gar nicht so durch, wie ich das gedacht hätte. Ich glaube, das kommt morgen, ne? Sagt die Erfahrung, eher morgen der Muskelkater, ne? Morgen oder auch eher übermorgen. Boah, hat jemand zufälligerweise meinen Rückenstrecker gesehen? Ich habe den Muskelkater aus der absoluten Hölle, ey. Aber wir sagen fettes Danke an Joshua Wichtrup und die ganze Community hinter Wish in Flensburg. Danke, dass du hier sein durfst. Ja. Hat super Spaß gemacht. Ich muss nur noch kurz ins Warenhaus. Oh, wir können richtig shoppen. Nice. Ja.
Store, wir haben den Lift Heavy für die tollen Preise. Ihr seht quasi, das ist ein menschengroßer Woodstore-Gutschein. Das heißt, die Zahl, die draufsteht, ist ein Gutschein für die Woodstore. Max wird mir den Code schicken und ich werde euch das per Mail weiterleiten. Okay, das heißt nochmal da auch vielen, vielen Dank, Max. So, Yoshi, ganz fix. Einmal vielen Dank für den spaßigen Tag heute. Ja, wir haben zu danken. Wir haben zu danken für die ganzen tollen Sachen, die wir gekriegt haben. Diese Höflichkeit. Und gleich wieder keiner hat Bock auf den anderen. Er kann ruhig mal Danke sagen. Gut, damit beendet Schagel das Video. Vielen Dank. Reingehauen.